Mutti. Spitzname Mama, Komma. Meine besten Freunde Ulla Popken und Josef Seibel. Ich weiß nicht, was euch geht, aber geht ihr auch manchmal so zu Geburtstagspartys und sagt so, 50 Jahre? Das sind ja 100 Mark. Der Lack ist ab, der Drop ist gelutscht. Wenn ich nach Hause komme, habe ich manchmal so eine Karte in der Jackentasche. Wir kaufen ihren Körper. Und wenn ich einkaufe, dann mit ganz viel Zeit, ne? Und mit Badewannen voll Kleingeld. Ne? Und ich finde immer ganz schön, wenn dann so 6:30 vor Ladenschluss dann so 4 Start-up-Unternehmer mit Wollmütze hinter mir stehen. Ne? So mit Restaurantpizza, 6 Paletten Clubmate. Ja? Mach schnell, wir müssen doch noch ein fast-growing Business gründen nach Feierabend. Und ich immer so, 38:20 habe ich passend. Ich fahr raus. Hier, OB-Werbung, 1981. Aufreißen, aufstecken, Spanne einführen. Damals musste man aufpassen, dass man das nicht verwechselt, ne, mit Beefy. Das war aufreißen, rausschieben, reinbeißen. Und eine Shampoo-Werbung, Bella Balsam. Bella Balsam. Und da steht, nach der Haarwäsche für jedes Haar. Könnt ihr euch ja vorstellen, ein Shampoo für jedes Haar. Ne? Nicht Spitzenrepair, Ansatzauffrischung, kein Volumen, kein Hitzeschutz, keine innere Erleuchtung. Einfach nur waschen. Ich verstehe das nicht, weil ich bin ja noch die Generation da Timotei. Ein Shampoo und kein Vorname. Unsere Kinder von früher, die wird es doch gar nicht mehr geben, oder? Ne, ganz genau. Hier, Kettwiesel. Donnerstags 18.20 Uhr. Das wird heute kein Mensch mehr verstehen. Wenn wir so alte Zauselbärte in braunen Jutesäcken, damit die dann sagen, hä, ist das der zweite Links von Santiano? Und bei Salmai, Dalmai, Adomai, da wird die Nachmittagszielgruppe sagen, was, haben die Wollnis schon wieder neue Plagen? Was ich früher schon gemacht habe, da war VW noch eine vertrauenswürdige Marke. Ja. Und Tesla war eine Hardrock-Band mit scheiß Fußball. Yeah. Hallo, ich bin Maylin. Heißt der Augende Sony. Ich sag hallo, Sabine Stefanie, hast ausgehende Konfektionsgröße 44. Entspanne. Ich muss so ablegen alle Sorgen und alle Kleider. Ablegen alle Kleider, also mein Job ist hackt. Bringt die mir so einen kackbraunen Frotti-Bademantel. Ich sah aus wie der Griffelokit nach dem Vollwaschbad. Aber schreitet die dicken Domtöse ein. So geht das nicht. Sie müssen einfach lernen, Maß zu halten. Kann ich, erkläre ich gelassen. Ich weiß, wie man Maß hält hier, genau wie in Snickers. Marie Kondo ist Aufräumexpertin und er sagt, man soll nur die Sachen behalten, an denen dein Herz hängt. Habe ich ausprobiert, aber am nächsten Tag sind die Kinder aus dem Container vom Haus wieder raus. Hier Maya habe ich wirklich nachhaltig geprägt, weil in der Folge 237 hat Willi das alte Bienensprichwort zitiert, das ich mir auf den Rücken tätowiert habe, weil es mein Lebensmotto geworden ist. Wer morgens früh aufgeht, hat tagsüber mehr Zeit zum Schlafen. Du kannst nicht mehr an einem WC-Schild vorbeilaufen, ohne zu denken, ach komm, wann weg ist, ist weg. Du glaubst, Farid Bang sei dieser aggressive Badreiniger aus der TV-Werbung. Du sagst den Satz, zwei Doppelte bitte nur noch beim Apotheker. Stanley, wie dringend musst du denn aufs Klo? Ruft das braune Auto schon?